Um den Verkehr in der Landeshauptstadt Schwerin zu entlasten, soll in 5 Jahren das letzte Teilstück der Nordumgehung entstehen. Die knapp 4 Kilometer lange Straße wird laut Plan von der bisherigen Ortsumgehung in Richtung Rampe laufen. Die Schweriner Nordumgehung soll rund 33 Millionen Euro kosten. Am Knotenpunkt an der Seewarte am Paulsdamm soll zusätzlich eine Brücke entstehen. Dieses extrem anspruchsvolle Bauwerk bildet den Abschluss zwischen dem Paulsdamer Weg und der jetzigen B104. Die Fahrbahn soll 8 Meter breit und zweispurig werden. Begleitend zur Straße wird ein Radweg geplant.